war nämlich eben die Strecke durch Thüringen. Zum Beispiel. Aber die ist auch nicht besonders anders wie die Kurzzeitbahn. Da ist einfach nur ein anderer Zugang. Ein bisschen schlecht wegen eingerostet. Aber sonst könnte er nicht funktionieren. Wenn man jetzt rechts abfährt, kommt man in Richtung Implosiv. Da könnte man auch fahren.